Ich wollte illustrieren, wie die Flex-Achsen auf der Fläche stehen, also wie die Haupt- und Nebenachsen in einem Flex-Layout im Viewport stehen. Und ich habe für das in Figma so vier kleine Grafiken gemacht. Und es gibt ja vier Möglichkeiten, die Hauptachsen auszurichten in Flex. Das eine, also ganz normal, ist horizontal und dann Umkehrung von dem, also in diesen zwei ersten Diagrammen, ist die Hauptachse rot und zuerst läuft sie von links nach rechts und dann läuft sie von rechts nach links. Und die Nebenachse ist grau und verläuft in einem rechten Winkel zu der Hauptachse. Und dann gibt es den Modus Column beziehungsweise Column Reverse, wo die Hauptachse von oben nach unten, also vertikal verläuft, beziehungsweise von unten nach oben. Und die Nebenachse ist dann horizontal. Und dann habe ich da so viel gezeichnet und dann habe ich mich plötzlich gefragt, ja Moment mal, die Nebenachse, wenn die Hauptachse umgekehrt wird, läuft dann die Nebenachse immer noch gleich wie vorher. Also jetzt hier bei einer horizontalen Hauptachse ist die Nebenachse oben an in beiden Fällen oder wird es im zweiten Fall auch umgekehrt? Und das ist noch wichtig, man kann ja mit Flex Start und Flex End ein Element an dieser Nebenachse ausrichten. Und ich habe das nicht gewusst und ich habe gedacht, das muss ich ausprobieren und eigentlich ist das noch gerade eine gute Übung. Kannst du das mitmachen oder einfach schauen. Und für solche Sachen ist CodePen total geeignet. Weil ich will da nicht irgendetwas Grosses anfangen, sondern einfach schnell, schnell ein paar HTML-Elemente mit CSS ausrichten. Ich fange an mit vier Rechtecken und ich will da drinnen ein paar Kugeln platzieren, die ich irgendwie ausrichten, um das zu testen. Das heißt, er braucht zuerst zum Beispiel eine Section. Und von dem brauche ich vier. Und die brauchen eine bestimmte Größe, oder beziehungsweise ich sehe da nichts. Das heißt, ich muss einen Rahmen haben. Das gebe ich einen Rand mit einem Pixel durchgezogen, grau. Und das sind jetzt nicht Behälter, sondern die kleben jetzt da so zusammen, weil die keinen Umfang, keine Ausdehnung haben. Das heißt, ich muss eine Breite, zum Beispiel 100 Pixel, und eine Höhe definieren. Und jetzt habe ich vier Restchen. Und was machen wir jetzt noch? Die brauchen vielleicht noch ein bisschen Abstand dazwischen. Eben so. Gut. Und dann werde ich da drinnen vier Kreise. Ich mache jetzt tief. Und eigentlich könnte ich jetzt das jetzt so machen, mal 4 und dann mit Tabulator vervielfältigen. Und das überall rein copy-paste und es ist überhaupt nicht sauber. Und das sieht ein bisschen aus, wenn es ein Durcheinander wäre. Und ich gehe auf das kleine Pfeil und klicke auf Format. So, dann stimmt das wieder mit der Einrückung. Aber man sieht keinen Unterschied, weil auch die vier Div haben weder eine Ausdehnung noch eine Farbe. Also das heisst, ich schreibe da eine Regel mit einer Breite, einer Höhe und einer Hintergrundfarbe. Und jetzt die saufen auch zusammen, haben da keinen Zwischenraum. Und was
sie hier noch hat, ist, dass sie rund sind. Wie geht das schon wieder? Border Radius. Die Hälfte von der Ausdehnung. So. Und auch die sollten ein bisschen Abstand zueinander haben. Das heisst, das braucht es eben nicht. Das machen wir dann mit Flex. Gut. Jetzt habe ich in jedem von diesen Rechtecken, also von diesen Section-Elementen, vier Div, die rund und pink sind. Und die möchte ich jetzt mit Flex da drinnen ausrichten, um herauszufinden, wie das jetzt genau mit diesen Achsen funktioniert. Für das sage ich Display Flex, und zwar im enthaltenen Element, also in der Section. Section ist der Parent und Div sind Children. Also der Parent wird zum Flex Container, und jetzt sieht man, dass Children, die Div, sind jetzt auf der Horizontalen ausgerichtet, aufgereiht, weil die natürliche oder die voreingestellte Laufrichtung von der Hauptachse ist von links nach rechts. Also es fährt links oben an und läuft dann nach rechts. Jetzt, wenn ich das dann umkehre, will ich immer wissen, welches das der erste ist von diesen Kreis. Und für das gebe ich hier im ersten Element eine Klasse. Das kopiere ich in jeder Section immer in den ersten Div. Und das gibt mir hier einen Selektor, um den ansprechen. Und dann tue ich dort den Hintergrund auf Rot stellen. Und jetzt sehe ich auf Anhieb, welches das erste Element ist von diesen Kindern. Jetzt, das ist gut. Jetzt möchte ich in jedem von diesen vier Rechtecken einen anderen Verlauf von dieser Hauptachse. Und was ich auch möchte, ist, dass die vier Kreise, die vier Div, eingemittet sind. Also dass wir etwas näher an die Diagramme ankommen. Das heisst, zuallererst kann ich da mal sagen, justify Content. Das ist, wie werden die Elemente auf der Hauptachse verteilt. Und dort kann man zum Beispiel sagen Center, dann werden sie eingemittet. Und ich möchte aber, dass es ein bisschen Platz dazwischen hat. Das heisst, eins ist Space Between und das andere ist Space Around. Und das ist das, was ich brauche. Und dann möchte ich das auch auf der Nebenachse. Also die Nebenachse verläuft jetzt vertikal. Also 90 Grad rotiert zu der Hauptachse. Das heisst Align Items. Nicht Content. Center. Gut. Und das ist jetzt überall auf der vorhergestellten, in der vorhergestellten Richtung, also die Hauptachse horizontal von links nach rechts. Jetzt möchte ich das unterscheiden, und für das schreibe ich ihr alle mal an. Ich mache dann einen Paragraph und schreibe Row. Und da schreibe ich Row Reverse. Und dann die nächsten zwei werden mit Column angeschrieben. Copy. Paste. Das ist Column. Oh, jetzt bin ich heiß zu weit runter.
Jetzt habe ich die alle angeschrieben und weil ich nicht so viel Platz habe, versuche ich das alles noch ein bisschen kleiner zu machen. Sagen wir 14 Pixel statt 16 und kein Abstand. Ich könnte vielleicht auch die Behälter ein bisschen kleiner machen, vielleicht 80 Pixel mal 80 Pixel. Ja, das ist doch einigermaßen okay. Jetzt werde ich das im ersten Rechteck die Hauptachse genau so bleibt, wie sie ist. Im zweiten Rechteck wird die Hauptachse umgekehrt wird. Im dritten soll die Hauptachse vertikal verlaufen. Und im vierten soll die Hauptachse vertikal umgekehrt verlaufen, also von unten nach oben. Und damit ich das einstellen kann, muss ich die Sections, also die Elemente mit dem grauen Rand, muss ich können voneinander unterscheiden. Und im Moment habe ich da nur den Selektor Section dafür. Also das heisst, auch die brauchen eine Klasse oder ein ID. Ich nehme jetzt ein ID, weil es von jedem nur eins braucht. Eine Klasse dürfen wir mehrmals verwenden. Ein ID gibt es nur einmal. Beim ersten sage ich R für Row und beim zweiten Doppel-R für Row Reverse. Ui, das ist durch den falschen Ort. Das muss hinter den Tag. Da haben wir noch ein Anführungszeichen. Und beim dritten heisst es C. Und beim vierten CR für Column Reverse. Jetzt habe ich irgendwo hier noch ein Anführungszeichen. Was da? Also durch das, dass jetzt die Div, nicht die Div, pardon, die Sections alle eine eigene ID haben, kann ich Regeln schreiben, die nur den Selektor betreffen, der dann die Section mit dieser ID auslist. Also zum Beispiel das Element mit der ID R soll Flex Direction Row haben. Das ist das Erste. Das ändert nichts, aber ich schreibe es an. Damit ich einen vollständigen Regelsatz habe. Beim zweiten, das kopiere ich von da oben, heisst es Row Reverse. Und jetzt ist das erste Element rechts angeschlagen. Also das heisst, die Hauptachse läuft zwar immer noch horizontal, aber der Anfang ist auf der rechten Seite und der Schluss ist auf der linken Seite. Und das kopiere ich beides und sage da dann C und das CR für Column respektive Column Reverse. Und dann sieht das so aus. Also Hauptachse horizontal von links nach rechts, Hauptachse horizontal von rechts nach links, Hauptachse vertikal von oben nach unten, Hauptachse vertikal von unten nach oben. Und was mich jetzt ursprünglich interessiert hat, ist das, was man jetzt hier nicht sieht, nämlich die Nebenachse. Wo ist der Start und der Schluss von der Nebenachse? Und für das wird jetzt jeweils der zweitletzte von diesen Kreisen auswählen und den Anfang von der Nebenachse am Anfang von der Nebenachse ausrichten. Und für das muss ich auch den jeweils zweitletzten können
können auswählen. Also ich schreibe jetzt in dem Fall die Regel zuerst. Ich habe hier schon eine Regel, die heisst First. Und ich sage jetzt in dem zweitletzten Indikator, weil der mir soll zeigen, wo das der Anfang der Nebenachse ist. Und da gibt es eine Regel, die heisst Align Self. Also ich tue mich selber auf der Nebenachse positionieren. Flex Start. Und damit der Selektor greift, braucht es eine Klasse mit dem Namen. Das heisst, ich gehe jetzt ins zweitletzte Div-Element und schreibe Class Indicator. Und das sollte jetzt so beim ersten Beispiel an den oberen Rand springen, weil wenn die Hauptachse von links nach rechts verläuft, verläuft die Nebenachse 90 Grad rotiert dazu von oben nach unten. Und Flex Start ist in dem Fall hier oben und Flex End wäre hier am unteren Rand. Und jetzt ist die Frage, wie es denn hier bei den anderen Beispielen wird. Das heisst, ich kopiere das jetzt hier raus und gehe das überall im zweitletzten Div rein kopieren. Wenn ich das hier wieder aufhole, dann sehe ich, wenn die Hauptachse von links nach rechts verläuft, verläuft auch die Nebenachse von oben nach unten. Und wenn ich das umkehre, also die Hauptachse verläuft von rechts nach links, dann ist die Nebenachse vertikal, aber auch da fängt es oben an. Und wenn die Hauptachse vertikal verläuft, von oben nach unten, verläuft die Nebenachse horizontal von links nach rechts. Und wenn ich die Hauptachse umkehre, verläuft die Nebenachse immer noch horizontal, und zwar auch von links nach rechts. Das heisst, ich bin mit meiner Illustration zufälligerweise richtig gelegen. Also wenn man in einem Flex-Layout die Hauptachse auf den Kopf stellt, hat das keinen Einfluss auf die Nebenachse.